Also Digitalisierung heißt ja nicht per se, es muss jetzt alles flimmern und flackern, sondern eben mit Augenmaß eingesetzt. Setup ist wirklich in der digitalen Gästebetreuung ein Rundumblick zu haben für alle Touchpoints, wenn die Gäste in der Destination sind, egal ob im Hotel, in der Touristinfo, auf dem Wanderparkplatz oder eben dann in der Freizeiteinrichtung. Stefan Huber, Geschäftsführer von Huber Media, hier noch in der digitalen Version quasi. Und wir möchten uns ein wenig unterhalten über das Angebotsportfolio auch von Huber Media. Wie kann man also Unternehmen, die sich bisher noch nicht mit der Digitalisierung beschäftigt haben, Möglichkeiten bieten, diese umzusetzen? Was sind da eure Ansätze? Ja, hallo erstmal von meiner Seite aus. Danke, dass ihr mich so virtuell dazuschalten durfte heute. Ich habe mal einen kleinen Roboter mitgebracht, weil mir der Weg ein bisschen zu weit war vom Erdgeschoss in den ersten Stock hoch. Nein, Spaß beiseite. Das ist ein kleines Spielzeug, was man zum Beispiel in Museen einsetzt, um älteren oder behinderten Leuten die Möglichkeit zu geben, in einem Museum spazieren zu fahren. Aber wollen wir es vielleicht nicht so unpersönlich machen? Ich komme gleich am besten wieder raus. Also ich komme wirklich in den ersten Stock hoch und wir reden persönlich. Kleinen Moment. So, dann haben wir Stefan Huber jetzt auch mal live im Bild und nicht nur in der digitalen Variante. Ja, also wir hatten es kurz schon angesprochen, Huber Media bietet da umfangreiche Möglichkeiten, wie touristische Betriebe in der Destination Informationen digital aufbereiten können, auch in Verbindung mit anderen Leistungsträgern. Wie genau kann das denn aussehen? Ja, wir beschäftigen uns mit dem Thema der digitalen Gästebetreuung und sind ein Technologieanbieter. Das heißt also, wir bieten Hardware und Software für Destinationen, für Touristinformationen, für Hotels oder Freizeitanrichtungen. Und wir beschäftigen uns damit, wie wir fertige Tools bereitstellen können, dass sich halt unsere Kunden nicht mehr um die Technik kümmern müssen, sondern das quasi ja, wie im Baukastenprinzip sich quasi im Internet zusammenklicken können und sofort loslegen können. Das heißt also, die Komponente Technologie ist kompliziert, die nehmen wir quasi aus der Gleichung einfach mal raus. Das heißt, unsere Kunden müssen sich nur noch mit den eigentlichen Inhalten beschäftigen, also welche Angebote möchte ich dann an welchem Touchpoint meinen Gästen zur Verfügung stellen. Und wir können es mal an diesen drei Beispielen, Freizeitanrichtung, Hotel und Touristinfo, einfach mal durchgehen. Spielen wir es einfach mal durch. Gast kommt in die Destination, checkt im Hotel ein, nutzt das freie WLAN und das Erste, was wir anbieten, ist eine fertige Landingpage im WLAN. Das heißt, im Hotelzimmer, tippt da drauf, Hotel Bockelmann, die WLAN-Landingpage geht auf und auf dieser Seite sehe ich bereits die digitale Gästemappe, wann ist das Frühstück und auch gleich Veranstaltungen und Ausflugstipps der Region. Das heißt, hier bereits bringen wir zwei Dinge zusammen. Einmal die Hotelinformation, das, was der Gast ja an seine Gäste transportieren will. Und auf der anderen Seite die Information der Destination, die quasi ebenfalls die Möglichkeit hat, jetzt in das System reinzukommen, um ihre Inhalte zu präsentieren. Dann nehmen wir mal an, er geht runter in die Lobby, fragt einen Hotelier, ich möchte mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren. Das heißt, der Hotelier kann auf seinem PC oder auf seinem Tablet ebenfalls mit dieser Landingpage dann zeigen, guck mal, das sind halt entsprechende Rad- und Wanderwege. Oder nimmt ein iPad, was an die Wand hängt oder einen großen Kiosk, also irgendwie ein Touchscreen und kann es im Endeffekt zeigen. Ich habe hier mal ein kleines Beispiel dabei. Ich ziehe mir nochmal meinen kleinen Roboter her, nehmen wir mal in die Mitte. Ich habe jetzt hier mal das Beispiel vom Hotel Bockelmann. So könnte so eine WLAN-Landingpage oder halt die Landingpage auf dem Touchscreen ausschauen. Erstmal ein paar hauseigene Themen, also wann ist Frühstück, A bis Z-Verzeichnis, also das, was typischerweise in der Gästemappe steht, das pflegt der Hotelier einfach bei uns in der Plattform. Und alles, was jetzt hier danach kommt, die Veranstaltungen von der gesamten Lüneburger Heide, die Gästekarte, wo kann ich Radfahren, wandern und so weiter, die Informationen kommen von der Destination. Und jetzt entsteht wirklich ein tolles symbiotisches Verhältnis. Destination liefert Content ins Hotel. Hotelier verbessert damit die Servicequalität, muss dafür nichts tun, weil die Daten seine Destination bereitstellen und er ergänzt lediglich seine hauseigenen Themen. Also das ist ja wirklich sehr übersichtlich hier aufbereitet. Hier gleich hier oben die Hotelinformationen. Also da kann das Hotel direkt quasi die Daten eingeben. Genau. Und hier zum Beispiel Artikel über Frühstücksbuffet, Öffnungszeiten, Wetter. Aktuelles Wetter wird zum Beispiel mit eingeblendet. Und unterhalb wären dann Informationen von der gesamten Region. Also das kleine Unternehmen muss gar nicht so viele Inhalte selbst generieren, sondern kann natürlich auch von der Destinationsmanagement-Organisation auf Daten zugreifen. Genau. Also wenn es gut läuft, ist es genau das Setup. Der Hotelier muss eigentlich nur Farben, Logo und seine eigenen Themen, also Gästemappe, einstellen. Der Rest kommt von der Destination. Und wenn die Destinationskollegen gute Arbeit leisten, bringen sie eben die
Daten, also die Angebote dann ins Hotel. Jetzt hier bei dem Beispiel könnte ich jetzt eben sagen, ich nehme mal hier diese Radtour in meine Merkliste und vielleicht noch diesen Abenteuerspielplatz. Das heißt, entweder holt sich der Gast selber die Informationen in die Merkliste oder der Hotelier berät eben jetzt am Counter persönlich und sagt, okay, diese vier Themen gefallen mir jetzt, habe ich jetzt in der Merkliste drin für meinen Tagesplan, sehe einen kleinen QR-Code, Gast nimmt sein Smartphone, scannt sich die Merkliste quasi ab und hat jetzt exakt die gleichen Informationen auf seinem Smartphone, geht dann quasi raus in der Tour und fängt an, eben die Radtour zu machen oder die Wanderung zu tun. Also dieser Übergang, ich werde digital gestützt beraten, auf welchem Gerät auch immer, und nehme es dann quasi wieder mit, ist eine Standardfunktion. Dieser Link zu dieser Willkommensseite ist, wenn man es gut macht, auch bereits in der Willkommensmail schon mit drin. Also wenn dann quasi der Gast ein paar Tage davor, bevor er anreist, schicken Hoteliers gerne so eine Mail, hey, wir freuen uns, dass du zu uns kommst. Hier ist so quasi schon mal die Vorabinformation, so kannst du parken und so weiter. Und da kann man diesen Link bereits mitschicken. Dann hat der Gast vielleicht schon diese Seite auf seinem Smartphone vorinstalliert. Was ganz wichtig ist, das war für uns eine spannende Lernkurve, es kann jederzeit diese Merkliste, diese Information auch in Papierform ausgedruckt werden. Denn Statistiken haben gezeigt, von 100 Gästen nutzen Stand heute, so deutschlandweit betrachtet, nur 4-5% tatsächlich den digitalen Dienst. Also sie scannen sich das ab und nehmen es auf dem Smartphone mit. Das ist halt nun mal deutschlandweit die Realität. Ist aber erstmal kein Problem. Ich kann jetzt hier einfach auf den Drucken-Button gehen. Und dann geht halt der Farblaser von der Rezeption oder von der Touristinfo an und erzeugt dann ein persönliches Dokument. Da steht dann drin, hallo Herr Müller, das sind deine, in dem Fall, vier Tipps für heute und ich kann es in Papierform mitnehmen. Das heißt also für Gäste, die bewusst sagen, ich will digital abstinent sein, haben wir auch eine passende Lösung. Hört sich jetzt ein bisschen oldschool an, aber es ist tatsächlich in der Realität eine ganz wichtige Funktion. Also nicht alle wollen voll digital die Informationen mitnehmen und austauschen. Und das stellen wir uns mal vor, der Gast mit seiner Familie geht eben raus, fährt dann den Radweg und kommt vielleicht an der Touristinfo vorbei oder beim Wanderparkplatz. Und wenn jetzt hier Outdoor-Touchscreens oder eben einfach auch Touchscreens in der Touristinfo verwendet werden, geht die Beratung nahtlos weiter. In den Touristinfos läuft im Endeffekt die gleiche Oberfläche, nur eben dann halt gebrandet auf die Destination und vielleicht auch anders sortiert, vielleicht die Veranstaltungen an erster Stelle. Das heißt aber, mit den gleichen Daten der Region berät jetzt auch der Touristinfo-Mitarbeiter den Gast. Also die gleichen Daten, die in den Datenbanken für die Webseite oder beim Hotel landen, mit den gleichen Echtzeitdaten arbeitet auch die Touristinfo. Und das hört sich jetzt so profan an, ist aber in der Praxis leider noch nicht überall Standard. Wenn man die Touristinfos sich so anschaut, dann fliegt da immer noch ganz viel Papier rum, die Veranstaltungskalender in ausgedruckter Form, dann teilweise eine Woche zu alt. Also das aktuell zu halten mit Öffnungszeiten, Preis und so weiter ist schwierig, weil einfach noch zu viel Papier ist. Und warum ist das so? Weil die Datenbanken im Internet noch nicht genug connected sind mit der Vorortberatung. Und das löst das Problem im Keim. Weil im Idealfall ist es die Beratung in der Touristinfo genauso, wie wir es gerade machen. Ich bin der Gast, du bist der Berater in der Touristinfo. Und man arbeitet gemeinsam oder man lässt sich gemeinsam inspirieren und nimmt die Informationen mit. Und ich kann hier nicht nur Bilder und Texte integrieren, sondern ich kann mit 360-Grad-Panoramen spielen. Ich kann kleine Kurzfilmchen mit Videos abspielen. Ich kann eine VR-Brille aufsetzen, um kurz einzutauchen. Das heißt, es ist eigentlich, man kann aus dem Vollen schöpfen, was quasi letztendlich an Tools da ist. Das war quasi mal die Sichtweise in der Touristinfo mit Outdoor- und Indoor-Screens. Der dritte Use Case ist bei den Freizeiteinrichtungen, also beim Freizeitpark oder jetzt hier bei dem, was haben wir von uns ausgewählt? Ich glaube, der kleine Zoo. Wo haben wir denn? Der Abenteuerspielplatz. Wenn eine Freizeiteinrichtung sagt, ich möchte auch mit diesen Angeboten spielen, was machen wir da? Man kann so ein Touchscreen, so ein Kiosk auch in den Eingangsbereich stellen von so einer Freizeiteinrichtung. Typischerweise stehen da ja jetzt auch schon Prospektständer von der Destination, wo ich mich über andere Ausflugstipps letztendlich informieren kann. Und da setzen wir quasi an, dass diese alten Prospektständer quasi mal langsam ad acta gelegt werden. Da ist dann stattdessen ein Touchscreen und auf dem sind dann wiederum alle Informationen rund um die Freizeiteinrichtung. Nehmen wir mal an, es ist ein Museum. Dann kann ich zum Beispiel automatisch alle kulturellen Veranstaltungen im Umkreis von dem Museum gleich einblenden oder ich kann andere Kultureinrichtungen bewerben. Das heißt, man kann wunderbar mit den Angeboten der Kollegen letztendlich spielen und im Endeffekt einblenden. Also Setup ist wirklich in der digitalen Gästebetreuung ein Rundumblick zu haben für alle Touchpoints, wenn die Gäste in der Destination sind, egal ob im Hotel, in der Touristinfo, auf dem Wanderparkplatz oder eben dann in der Freizeiteinrichtung. Open Data ist ja so ein Begriff, der immer fällt. Oder was gibt es noch für Trends, die vielleicht dieses System noch weiterentwickeln können in Zukunft? Genau, also zwei Trends. Das, was du gerade gesagt hast, Open Data ist super spannend. Sage ich gleich was dazu. Zweites Thema, künstliche Intelligenz. Zu dem Thema Open Data nur so viel. Jetzt spielen wir uns mal dieses Setup gerade mal durch. Hotel Bockelmann. Man sieht jetzt hier neben
den Themen der Hotelier selber eingibt. Das ist klar aus Datenschutzsicht. Es gibt da einen, Ausgabe ist in seinem Hotel, alles gut. Aber jetzt gehen wir hier mal her, ab in die Natur. Jetzt sehe ich hier von der großen Heide, sehe ich ein Foto. Wenn es nicht klar ist, wie ich dieses Foto verwenden darf, also angenommen, es ist nur lizenziert für die Webseite des Fotos von dem Fotografen, dann kann ich das nicht in die Vermarktung geben, dass es auch auf dem Hotelbildschirm landet. Das heißt also, das Thema Open Data flankierend ist eigentlich eine perfekte Parallelentwicklung zu diesem Thema. Wenn die Destination sagt, ich habe meine touristischen Basisangebote, Veranstaltungen, Ausflugstipps in einem Open Data Datenpool, habe ich kein Problem mehr, dann diese Daten auch zu streuen, auf dem Hoteldisplay, auf dem Marktplatz, wo auch immer, weil ich eben dann das rechte Thema abstrahiert habe. Habe ich das nicht, kann es halt beliebig kompliziert werden, weil da muss man eigentlich für jeden Datensatz prüfen, darf ich denn dieses Bild, diesen Text auch wirklich neben meiner Vermarktung auf der Ortswebseite auch in die Hotels oder auf dem Marktplatz einspielen, und es wird dann beliebig kompliziert. Also meine Empfehlung ganz stark, parallel zu solchen Projekten auch überlegen, wie kann ich denn meine touristischen Angebote in die Open Data Strategie überführen. Das ist ein Paradebeispiel, warum das Thema Open Data so wichtig ist. Das zweite Thema, was uns gerade umtreibt, ist alles rund um das Thema künstliche Intelligenz. Man sieht jetzt hier auf dem kleinen Roboter eine Kamera. Und was haben wir da gemacht? Wir haben bei all unseren Touchscreens für Indoor und Outdoor standardmäßig eine Kamera eingebaut. Und wir verwenden die, um die Personen zu erkennen. Um dann abhängig von den Personen, die vor dem Gerät stehen, die Angebote automatisch zu personalisieren. Jetzt wird natürlich jeder sagen, oh mein Gott, Datenschutzgrundverordnung, alles ganz schlimm. Wie läuft das technisch? Es wird ein Foto gemacht von den Leuten, die an dem Kiosk vorbeigehen, und das wird erstmal komplett anonymisiert. Man kennt ja bei Google Street View, dass die Gesichter und Kennzeichen verpixelt sind. Das heißt, das Gleiche passiert hier auch. Es wird erstmal das Foto so weit anonymisiert, dass man nicht mehr erkennen kann, das ist jetzt das ist der Herr Müller, der Herr Meier. Und erst wenn dieses Foto, das passiert in dem Gerät, erst wenn das Foto dann quasi anonymisiert wurde, geht es in die Cloud, auf unsere Server. Wir analysieren dann das Bild und liefern dann Informationen zurück über, wie viele Personen sind auf dem Foto, Männlein, Weiblein, wie alt sind die Personen, wie ist deren Gefühlslage, sind sie gerade grumpy, sind sie gerade glücklich. Wir erkennen Objekte, das heißt, ist ein Kinderwagen dabei, ist ein Hund dabei. Und abhängig davon können wir dann sagen, okay, es ist halt eine junge Familie, sagen wir mal, vor dem Gerät. Dann tue ich automatisch, sagen wir mal, die Alpaka Touren an die erste Stelle und eben die langweiligen kulturellen Veranstaltungen ans Ende, und kann dann quasi auch schon den Erst-Touchpoint auf so einer Oberfläche gleich mal anpassen. Das heißt, das sind gerade Trends, die wir sehen, die super spannend sind, wo wir quasi eben sowas wie Gesichtserkennung nutzen, um quasi die Inhalte zu personalisieren.